Lafus, okay. Könntest du mich zur Höhle der Schmuggler herablassen? Sicher, kann ich. Du wiegst nicht mehr als, lass mich schätzen, 20 Pfund, richtig? Genau genommen um die 120. Oh. Nun, probieren kann nicht schaden, richtig? Bist du dir dabei ganz sicher? Oh ja, du siehst gar nicht so schwer aus. Ist dieser Knoten auch fest angezogen? Los geht's! Okay, okay, okay. Okay, gib mir ein kleines bisschen Seil nach. Hoppla! Okay, das ist zu viel Seil. Und jetzt? Fallen wir runter. Boom. Boom. So kommen wir nicht wirklich zur Schmugglerhöhle. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Du sollst hochlaufen, nicht gucken. Das sieht trotzdem ganz verdächtig nach einer Ente aus. Nee, es ist ein Hase. Ah. Ach so, muss ich erst mit ihm reden? Ja. Lass uns dieses das Cliff hinunter zur Höhle Ding nochmal probieren. In Ordnung. Ich glaube, ich werde schon besser darin. Sei dieses Mal bitte vorsichtig. Kein Problem. Los geht's. Es klappt. Es klappt! Es klappt nicht! Was macht man in einer Situation, wo man runterfällt am besten? Man benutzt seinen Regenschirm! Und schon sind wir in der Höhle der Schmuggler. Guten Tag, ich bin der neue Diamanteninspektor der Totenkopfinsel. Ich muss jeden Diamanten sehen, den Sie haben. Jeden einzelnen. Los, Leute, dalli dalli, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich mag diesen Mann nicht. Töte ihn. Verdammt, das probiere ich besser noch einmal. Ich habe so viel Geld, dass es schon fast peinlich ist. Seien Sie gegrüßt. Unterhalten wir uns, Mr. Meistersuppe, Wantan Meistersuppe. Sehr gut, Mr. Threepwood. Hey, woher wissen Sie meinen... Es ist mein Geschäft, zu wissen, wer die Totenkopfinsel betritt und verlässt. Ich bin König André und das ist mein Partner Croft. Haben Sie etwas Besonderes gesucht? Den Meistersuppe-Familiendiamanten. LeChuck hat ihn gestohlen, Sie haben ihn gekauft, ich will ihn haben. Sofort. Bitte? Sir? Aber wir haben so viele Qualitätswaren hier im Piratenclub. Unsere Preise fallen jeden Tag. Hier gibt es alles, was sich ein Pirat oder Piraten-Azubi wünschen könnte. Zum richtigen Preis. Den Witz habe ich nicht verstanden. Der Meistersuppe-Diamant ist das Kernstück meiner Sammlung. Die fantastische Energie, die ihn durchströmt, ist der Schlüssel zu all meiner Macht. Kann ich ihn also haben? Natürlich nicht. Außer Sie geben mir etwas anderes dafür. Soll ich etwa reden? Nein, Mr. Threepwood. Ich erwarte, dass Sie etwas kaufen. Sie sind verrückt. Bin ich verrückt? Bin ich es? Ist es verrückt, in einer Höhle auf der Spitze einer verlassenen Insel zu sitzen? Unmengen von Gold und Juwelen und Stofftieren zu horten? Beute aus der Karibik anzuhäufen und die Ersparnisse an Sie weiterzugeben? Ist das verrückt? Oder genial? Gutes Argument. Ich nehm's zurück. Ich bin nicht verrückt. Meine Preise sind es.
Der Diamant gehört in ein Museum. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde, Mr. Threepwood. Das gleiche gilt für postimpressionistische Gemälde. Was zum Teufel soll das heißen? Eines Tages werden Sie es verstehen. Okay. Vielleicht könnten wir ins Geschäft kommen. Wie Sie wünschen. Sie sind ein formidabler Gegner, Mr. Threepwood. Aber es sieht so aus, als ob unser Katz-und-Maus-Spiel ein Ende hat. Es ist ein perfekter Diamant. Einer der größten, die ich je gesehen habe. Ich nehme ihn. Und daher hat er einen sehr hohen Preis. Genug des Verhandelns. Wie viel? Er kostet Sie eine Riesenmenge Geld. Haben Sie so viel? Nein. Wie viel hast du? Tja, lassen Sie mich überlegen. Mein Bargeld und meine Vermögensbeteiligung, wenn ich dies zusammenrechne, sehr wenig. Wie ich es mir dachte. Aber vielleicht können wir ein Geschäft machen. Mein Partner und ich spielen gerne Karten. Poker, um genau zu sein. Wie wäre es mit einer kleinen Wette? Wenn Sie uns besiegen, gewinnen Sie den Diamanten. Hört sich fair an. Ja, fair. Könnten Sie bitte mit diesem Lachen aufhören? Das nervt ungemein. Ja. So, Mr. Threepwood, die Frage an Sie ist, haben Sie Lust, bei unserem Kartenspiel mitzumachen? Hört sich spaßig an. Ich bin dabei, Glatzkopf. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Was wäre, wenn Sie durch eine unglückselige Wendung des Glücks verlieren würden? Wir hätten nichts zu gewinnen. Das heißt, wo läufst du denn jetzt lang? Gefährlicher Abgrund? Ich will zum gefährlichen Abgrund. Wenn ich nichts habe, muss ich mir doch was beschaffen. Ja, lauf. Lauf vielleicht ein bisschen schneller. Wie gut, dass ich keine Höhenangst habe. Oh, ich fühle mich nicht gut. Komm, raus mit dir. Ah, so. Nein. Wie nein? Graf König Chandri. Warum komme ich hier nicht mehr raus? Ich möchte etwas richtig Piratenmäßiges kaufen. Natürlich. Richtig piratenmäßige Dinge sind natürlich unsere Spezialität. Kann ich Ihnen ein Holzbein anbieten? Kommt drauf an, was Sie damit machen. Das war ein Scherz. Ah ja. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, aber ich bin sicher, es war amüsant. Wie wäre es mit Spielzeug? Haben Sie Spielzeug? Fakt ist, dass erst gestern eine neue Lieferung eingetroffen ist. Das sind echte Bestseller. Hier, nehmen Sie einen. Yeah! Ahoi, Kamerad! Du bist der beste Schiffsmart aller Zeiten. Mein Name ist LeChucky. Warte nur, bis du einschläfst, kleiner Junge. Okay, spielen wir um den Diamanten. Sie müssen Ihren Einsatz bringen, um am Spiel teilzunehmen. Nun, wie viel brauche ich? Nicht sehr viel. Ich habe kein Geld. Dann können Sie nicht mitspielen. Kann ich meine Versicherungspolice vielleicht benutzen? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Tödliches Schwert. Ach, da... Da oben geht's raus. Sag mir das doch vorher. Ah. Entschuldige. Ja, ich möchte gerne ich einmal zurück nach Blood Island. Ich auch. Dieser Platz ist mir unheimlich. Wegen dem Totenkopf.